Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Dynasty Warrior 7. Im letzten Part haben wir einen Staatsstreich begonnen und haben Shu, die ihre Expansion Richtung Norden über Hanzhong führen wollten, haben wir erfolgreich zurückgeschlagen. Ja, und jetzt rebelliert, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt. Jedenfalls müssen wir wieder eine Rebellion mit Sima Yi niederschlagen. Ja, da wollen wir mal. The enemy is taking up a defensive position. Additionally, Wu appears to be readying an attack of their own. Almost certainly. Wang Ling has formed an alliance with Wu. We simply need to attack swiftly before their reinforcements can arrive. Father, why do you continue to support Wei? You do not need to attack Wang Ling for their benefit. You are capable of so much more, Father. You could even seize the land if you so desired. I am not motivated out of loyalty to Wei. I simply cannot stomach the presence of imbeciles. Especially those that desire authority beyond their abilities. Nor can I stand a world that would suffer such fools. Come, sure. We shall bring a swift end to this pointless battle. Wahre Worte irgendwie. Ja. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, wenn es nicht so stressig wird an der Arbeit, setze ich mich dann im Nachmittag nochmal ran, um aufzunehmen. Es ging relativ heute von der Arbeit her, muss ich sagen. Zur Schichtbeginn, ja, war so gut wie kaum was zu tun. Und ja. Es im Laufe des Tages war dann halt wieder ein bisschen mehr zu tun, was jetzt auch nicht schlimm war. Ja, egal, wir konzentrieren uns hier aufs Spiel. Gut, alles noch synchron, soweit ich sehe. Oder? Ja, ist noch alles synchron. Ja. Ja, wie man hier auch sehen kann, unsere Aufgabe hauptsächlich diese ganzen Offiziere erledigen, die bei dieser Rebellion mithelfen. Und sein Sohn, Sima Shi, hat recht, dass er weitaus mehr fähig wäre, sich das Land zu eigen zu machen. Aber zu der Zeit, ich weiß nicht, wie alt Sima Yi geworden ist. Jedenfalls, ja, ich will jetzt noch nicht vorpreschen. Aber auf jeden Fall muss ich noch dazu sagen, dass, jetzt habe ich den Faden verloren. Scheiße. Aber egal. Ja. Die Wut-Streitkräfte sind angerückt. Die werden wir erstmal zu Tode lachen. Ey, wieso? Okay, das reicht auch. Jetzt werde ich mal gar nichts. Genau. Siege erhalten, elementare Unverwundbarkeit. So, die Wu-Truppen sind geschlagen und werden sich wohl zurückziehen müssen. Jetzt bleibt auch nichts mehr zwischen uns und... Ah, da kommt noch die Hauptstreitmacht. Okay. Zhuge Liang's nephew. I will see if he has his uncle's talents. Ja, Zhuge Liangs Neffe. Die Familie von Zhuge Liang scheint auch sehr groß zu sein. Wir werden, glaube ich, im Laufe der Kampagne werden wir noch vermutlich, soweit ich noch weiß, glaube ich jedenfalls, jemand, der noch der Familie angehört, treffen. Aber alles nach und nach. Oh, die Frame Rate. Hm.
So. Nächste Woche habe ich Nachtschicht, das muss ich schon mal anmerken. Da werde ich für YouTube nichts machen. Ich versuche natürlich, ich sag's mal so. Theoretisch hätte ich Bock zu streamen. Ne? Das möchte ich nochmal vornherein sagen. Aber es. Vielleicht sollte ich. Ja, ich weiß noch nicht. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich streamen werde. Vielleicht werde ich mich einfach diese Woche einfach hinsetzen und Videos produzieren, damit ihr halt eure Videos bekommt. Ja. Weil wie gesagt, die Woche werden wir Dynasty Warrior auf jeden Fall abschließen. Und ja. Had no choice but to retreat. Sima Yi's influence increased greatly, and the Kingdom of Wei largely fell under his control. And just as quickly as he seized power, Sima Yi took ill. He had been hiding his poor health for years, despite participating in countless battles. Enemies, allies, even his own family, he had fooled them all. It was a fitting end to one of the most cunning intellectuals the land had ever known. Come to think of it, the last few years have been spent consolidating our rule. What's more, Father has moved with an uncharacteristic sense of haste. He had us both fooled all along. My son, you must lead in my place. Use it as you see fit. You are just leaving it all to me. Well, if I know you at all, you're excited by the prospect. I won't deny it. There is none more qualified than myself to lead Wei into the future. Just make sure that you walk the right path. The cunning strategist Sima Yi passed away. Control of Wei fell to his eldest son, Sima Shur. The firm foundation of rule set by the Sima clan served to bring stability to the region. The winds of chaos that had swept the kingdom for years finally died down, and a peaceful quiet returned. However, the lands to the south were soon shaken by a new tragedy. In Wu, Sun Quan, the last of the Three Kingdoms' era rulers, passed away due to illness. The Wu Chancellor, Lu Xuan, died as well, and unrest began spreading throughout the land. The time had arrived. When Sima Shur learned that Sun Quan's successor was a young, inexperienced boy, he decided to launch a military campaign against Wu. Commanding the forces was his younger brother, Sima Zhao, as well as Zhuge Dan, among others. On their way to the Wu territory of Jianye, the Wei army engaged the enemy on the fields of Dongxing. People near and far watched earnestly as the first battle of the post-Sima Yi age unfolded before them. That day, the spirit of Zhuge Dan of Wei was without equal. Soaring to the heavens. Damn!
claim Dongqing and bury the Wu forces. Yes, sir! For you, General, we would give our very lives. The gravity of the situation. He is so different to his cool, calculating brother. I must prepare for battle. So, und somit spielen wir einen neuen Charakter, Zhu Gedan. Soll auch einer der zu der Familie gehören von Zhuge Liang. Steht, glaube ich, in der Enzyklopädie, die man jederzeit nachlesen kann. Ja, Sima Yi verstarb an einer Krankheit. Somit hat er das Zepter an seinen ältesten Sohn Sima Shi weitergegeben. Im Wu verstarb Sun Quan und Lu Xun, also die letzten zwei. Ja, Charaktere aus der Zeit der drei Reiche. Mittlerweile sind nicht mehr viele übrig, jedenfalls nicht in Wu und Shu. Die haben jeweils ihre großen Helden verloren. Und in Wei sind noch ein paar. Aber, ja, ob die Wei treu bleiben, wir werden es erleben. Aber bevor, ja, wir lassen das so, ja. So, the embankment is protected by two castles? Surely we only need to take one of them. You only wish to attack one? But then you will need to constantly be on the lookout for an enemy pincer attack. How could you concentrate on the battle? There is no way your troops could keep up their strength. Huh. Why do people always insist on doing things the hard way? So you would rather risk the lives of your own men than do something that you find cumbersome? A good leader must put his men at ease so that he may bring out the best in them. Okay, enough already. I'll leave it all up to you. Do whatever you want. Understood. I shall go and lead the advance myself. So. Man hat auch in der Cutscene gemerkt, dass Zhu Gedan nicht wirklich gut auf Sima Zhao zu sprechen ist. Dafür, ich sag mal, respektiert und verehrt er seinen älteren Bruder. Wegen seiner Kühnheit, würde ich mal sagen. Ja. Ich muss auch sagen, Zhu Gedan gefällt mir in... wo kommen wir jetzt lang? Gefällt mir in... Dynasty Warrior 8 besser, weil er da auch seine eigene Waffe hat, irgendwie so eine Art Schlagstock. Und finde ich irgendwie passender, also allgemein, dass halt... nicht jeder... Ich meine, okay, es war... damals halt auch mal was anderes, ne? Im Gegensatz zu den Vorgängern. Dass man halt ein bisschen mit den Waffen gespielt hat, aber ich sag's ganz ehrlich, also jeder Charakter braucht meines Wissens nach nicht unbedingt einen Zugriff auf andere Waffen. Ich habe hauptsächlich immer mit den Hauptwaffen gespielt und habe auch nie großartig die Waffen gewechselt, weil ich da auch einfach... Klar kann man da zwar ein paar Kombos machen, aber muss nicht unbedingt sein, weil ich krieg die Gegner auch so klein. So, jetzt geht's aber mal weiter hier. Löscht das Feuer. Wir müssen zur Burg. Wir holen uns einen Offizier nach dem anderen. Report. It seems that the enemy reinforcements have arrived.
things are looking very good for us. Greifen das Hauptlager an, aber wir werden uns erstmal hier drum kümmern. Alles nach und nach. Ich glaube sogar, dass diese Schlacht hier eine Zwei-Phasen-Schlacht ist, von der ich im letzten Part gesprochen habe, aber nicht mehr wusste, wann die kommt. Na los, mach endlich die scheiß Burg auf. Wenn ich jetzt ein bisschen zurück... Ne, doch nicht. Okay, jetzt müssen wir doch zurück. Wo ist mein Pferd? Bring ihm mein Pferd! Ja, wo ist es denn? Ich hab extra gepfiffen hier. Da kannst du mich mal, Alter. Ja. Und, ja, wenn wir jetzt diese Woche... Ja, ich bin auch schon auf dem Weg. Wenn wir jetzt die Woche halt, Dynasty Warrior durchhaben. Ich werde am Wochenende nochmal bei Fable reinschauen und das ganze Geld entgegennehmen, was wir so verdient haben, während ich es nicht gespielt habe. Werde aber dann als nächstes hauptsächlich erstmal Pokémon spielen. Weil da haben wir eben halt keine Probleme eben wegen Grinden oder so, weil ich habe das Spiel hauptsächlich mit meinem Starter durchgespielt, also bei Let's Go Pikachu und bei so vielen anderen Pokémon-Spielen, weil ja, mein Starter einfach der ist von Anfang an dabei und das ist mir dann lieber mit denen zu spielen als mit den anderen Pokémon. So, wir greifen die zweite Burg an, also über den Fluss. Da kann ja nichts schief gehen. Okay, er hat Jugedan von den restlichen Einheiten abgeschnitten. Ob das so gut wird? Alles dazu nach der Ladepause. Have something to say, my lord? By attacking two castles at once, we will weaken our position. What's more, the river may force us to split our forces. If you know that, then why not tell Jugadan? Why bother? You should bother. What a ruler does. These soldiers are looking to you for guidance. This is why I hate having all this responsibility. All right then. So. Jetzt spielen wir Wang Yuanji, die Frau von Sima Zhao. Nehmen die hier. Warte mal, Quatsch. Wie viele Siege hat die jetzt? Drei. Ne, dann wechseln wir nochmal.
Machen wir auf jeden Fall Angriff und Verteidigung und Offizier-Attentäter. So, wo haben wir's? Da. So. Wie sieht's das aus? Oh, wir können hier was kaufen. So, mehr Gegenstände, Galerie. Ja, das ist halt hauptsächlich Wallpaper und so ein Kram. Das ist uninteressant. Damit habe ich jetzt bei Jugedan gar nicht geschaut und Simashi und so. So, wir machen jetzt alles nach und nach. Und man hat auch gemerkt, dass Sima Zhao halt auch wirklich Ahnung von der Strategie hat. Nur ist er... Man sieht es noch die ganze Zeit an, er hat eigentlich gar keinen Bock auf diese ganze Scheiße. Aber irgendwann wird selbst er dazu kommen, diese Verantwortung ernst zu nehmen. Und er hat auch mehr oder weniger den Grundstein für die neue Dynastie gelegt, und zwar die Jin-Dynastie. Aber alles nach und nach. Deswegen finde ich auch eigentlich das Ende, muss ich sagen, ziemlich geil. Aber dass man eben halt diese Vereinigung, sag ich mal, eben halt nicht spielen kann. Aber vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal, dass sich Tecmo Koai eben halt dazu durchringt, das Ende auch spielbar zu machen, indem man eben halt neue Charaktere dann halt wieder neu einführt, die eben halt so gesagt die Brücke schlagen. Ja, die Messer sind jetzt auch nicht so krass, aber sind ziemlich schnell. So, wir haben jetzt diese Streitkräfte gerettet und jetzt ziehen wir gegen Süden in Richtung Jugedan. Und ich muss auch sagen, wir haben da für heute auch wieder viel geschafft. Also, wenn ich mich die Woche wirklich ranhalte, dann kann ich sogar schon frühzeitig mit Pokémon anfangen wieder. Obwohl ich auch sagen muss, ich habe richtig Bock auf Pokémon. Und jedenfalls ist Pokémon vorbei, werde ich das Video aufnehmen, wo ihr dann halt entscheiden könnt, dieses, ich sag mal in Anführungsstrichen, zweite Projekt, weil diese Projekte werden dann erst angefangen, sobald dann Fable auch durch ist. So viel muss ich schon dazu sagen. Oder beziehungsweise, ich habe ja vor, Jade Empire zu machen oder Jade Empire, je nachdem wie man es nennen möchte. Weil ich da sehr viel Bock drauf habe. Und das zweite Projekt entscheidet ihr dann. Aber das wird dann eben halt erst starten, wenn dann halt Fable 2 beendet ist. Weil wenn wir halt wieder zu viel anfangen, dann komme ich mal wieder nicht hinterher. Ihr wisst das ja. Aber ich versuche schon immer wieder mein Bestes, um mich halt auch zum Aufnehmen zu zwingen oder keine Ahnung. Jedenfalls ist da der Gedanke auch ein bisschen weniger jetzt wieder zu streamen. Ja. Sollte auf jeden Fall ich wieder. Also Bock hätte ich schon zu streamen, aber es sind leider nicht immer genug Leute da, sage ich jetzt mal, wo man eben halt auch motiviert ist, muss man einfach dazu sagen. Ich kann es natürlich auch nicht jemanden dazu zwingen, zuzuschauen. Aber natürlich ist das natürlich dann auch immer projektabhängig. Und ja. Deswegen das zweite Projekt, Streaming-Projekt wird auf jeden Fall Resi Zero sein, damit wir die, sag mal, die die Serie eben halt ein bisschen zum Abschluss bringen können. Wie gesagt, 5 und 6 werde ich mir aufheben für einen Arbeitskollegen, der es hoffentlich irgendwann mal durchzieht. Und damit ich mit denen dann eben halt Resi 5 spielen kann. Wer weiß, vielleicht spiele ich irgendwann nochmal in ferner Zukunft, sag ich mal, mit jemand anders Resi 5 nochmal dann, zu dem Zeitpunkt. Aber mal gucken. Einfach mal gucken.
I cannot allow myself to lose. Jugedan, die Schlacht ist noch nicht vorbei. Ja, Wang Yuanji hat übelst wenig Leben, das muss ich dazu sagen, ey. Los, Jugedan, beweg dich, wir müssen uns zurückziehen. Lord Sima Chao has ordered a total retreat. Fall back. There's no point in dying for our country here. Fall back, men, before you're all killed. Man muss auch dazu sagen, das war noch nicht die Hauptstreitmacht der Wu. Die Wu haben noch wesentlich mehr. Aber das kommt dann eben halt in den, im nächsten Part erst. Und da kommen noch weitere Truppen. Wir fügen erstmal die ganzen Einheiten zusammen. Somit haben wir dann auch eine bessere Chance. Also wir kümmern uns gleich um die. Jugedan zieht sich dahin von selbst zurück. So schnell kann's gehen. Ihr werdet von einem Mädchen verprügelt. Frau, meine ich. Frau. Und was ich auch, wie gesagt, noch vorhabe, ich werde, genau das habe ich nämlich vergessen, das ist da, wo ich vorhin den Faden verloren habe. Ich werde kommende Woche eben halt ein paar Xbox 360 Spiele auf der Xbox One ausprobieren, die ich euch dann, wie gesagt, als Projektvorschlag, also zeigen möchte und wo ich auch Bock hätte. Aber ihr müsst dann eben halt entscheiden, keine Sorge, ich werde halt gucken, dass halt für jeden was dabei ist, damit wir halt auch ein bisschen Vielfalt reinkriegen, was jetzt dieses Genre angeht. Wie gesagt, Hack and Slay haben wir einige gehabt, wir hatten Stealth-Spiele schon, wir hatten was hatten wir noch? Shooter hatten wir. Aber ich, wie ich schon sagte, ich werde halt gucken, dass ich halt so gut wie jedes Genre irgendwie, was ich habe, ich euch dann eben halt die Wahl zu lassen, ne, was ihr dann unbedingt sehen möchtet. Jedenfalls werde ich im Anschluss, wie gesagt, gleich zum Montag dieses Video hochladen, damit ihr ja was zu schauen habt. Und morgen geht's dann weiter mit der Aufnahme-Session. So, weg mit dir, Jureke. Du bist nicht wie dein Onkel. Thanks to the efforts of Sima Zhao and his allies, the Wei army was able to avoid total annihilation. With the momentum on his side, the Wu general, Zhuge Ke, marched north from Dongxing. And he surrounded the new castle at Hefei, where the Wei army had taken refuge. With their backs against the wall, Sima Zhao and Zhuge Dan requested reinforcements from Sima Shi. Leading a single unit, Sima Shi broke through the Wu army's blockade and entered the castle. Once inside, he gathered up the shaken troops and prepared for a fight to the death against Wu. His superior intellect had been a source of pride even for his late father, the famed Sima Yi.
Now was the time for him to show off the genius strategies that would drive history itself forward. So. Aber bevor wir hier weitermachen, das sehen wir erst im nächsten Part. Also Leute, haut rein und ciao.